Meier Schnuckis. I just like the sound. Man kann doch nicht normal durch die Tunnel fahren, Alter. Das liegt, glaube ich, in den Genen der Männer. Ah, genau. Immer ganz gehen. Immer Soundcheck. Oder wenn eine Gruppe Männer oder so irgendwo stehen, dann muss man auch dran vorbeifahren wie ein Bescheuerter. Ah, genau, ey. Monkey Island. Indoor-Spielplatz. Oh, yeah. Boah, du hast mich mit irgendwas abgeschossen. Ja, das hab ich auch gehört. Alter, du hast sofort gegen meinen Helm gescheppert. Aber richtig laut, ne? Ja, man hab ich auch gehört. Was denn war das? Bei mir. Wie so eine Nuss oder so, ja, oder? Ey, das war so laut, dass ich dachte, das wäre bei mir. Aber. Scheiße. Boah, ich hatte auch einmal so einen übelsten Insekten einmal hier vor dem Visier. Boah, hab ich mich geschoben. So. Ja, boah, ne? Was für ein Schleim, Alter. Was weiß ich nicht. Was für ein... Klatscht das da richtig hervor, was ne? Die Bälle oder irgendwas. So eine schöne Strecke und wir fahren hinter dem LKW her, ne? Die müssen wir eigentlich wieder hochfahren. Ich habe mal nach Winterberg eine Klassenfahrt gemacht. Echt? Ja. Aber da habe ich noch in Beckum gewohnt. So. Und dann eine Woche da geblieben, oder was? Ich glaube, waren 5 Tage oder so. Aha. Naja. Ist auch schön, ne? Auf jeden Fall war ein Erlebnis. Ah, ging jetzt nicht anders, ne? Mal extra asphaltiert haben sie für uns hier neu. Ja, perfekt gemacht. Ja, das ist mal hier gefahren, da stand überall Ampel, da waren sie noch drauf und so. Ja, hier unten ist auch ein bisschen frischer, oder? Ja, hier ist auch keine Sonne. Direkt dahin. Hoffentlich steht hier irgendwo Polizei. Da sind wir richtig am Arsch. Ah, dann hauen wir schnell ab. Headzeichen umgeknickt und los. Hinten das Auto ist aber auch gerade so schnell hinter uns her, ne? Ja. Ist dir schon aufgefallen? Auch seltsam, ne? Ah, jetzt mal über 50 hier, ja? Inzwischen. Ja, hier kommen auch viele, machen Urlaub im Winter. Ja, auch bekannt, ne? Ja. Ich glaube, so ein Auto fährt die Polizei nicht, wie hinter uns ist, ne? Naja. Wohl zivil weiß man immer nicht, ne? Hab ich auch schon im Twingo gesehen, ne? Nein! Ja. Ja,
Ja, das war für den kurzen. Hast du nicht gesehen, Alter? Ja, hab ich gesehen, aber lass mal aufdrehen, ne? Wir machen voll viele Kinder, ne? Ja. Auch schon ein paar Mal gehabt. Aber so krass, wie der das gemacht hat, war die ganze Zeit dann nur so. Brudi, beruhig dich. Sollen wir jetzt hier gleich abbiegen Richtung Bad Berleburg? Ja, können wir machen, ne? Sollen wir uns dann gleich mal irgendwie gucken, dass wir wieder so Richtung in unsere Nähe wieder kommen? Ja, eine schöne Strecke. Ja, du kannst doch Richtung Bad Berleburg und dann Richtung Finnentrop und dann Richtung Sorpe zurück. Ja, genau, das wäre gut, ne? Wo bist du denn mit Kevin joggen gegangen, Basti? Ah, da hinten große Wiese, ne? Ah, okay. Ah. Kevin und joggen, ey. Junge, ist was laufen, also generell, ich bin voll faul. Also. Aber jetzt tut ihm das Bein weh, jetzt kann er nicht mehr. Er sagte, da geht nichts mehr. Da geht nichts mehr. Und Tobi war auch geil, ey. Er kam uns mit Sonnenbrille entgegen. so richtig locker. Also typisch Tobi. Ja, genau. Oh, guck mal hier, Golf Air Variant. Nach einem ganz normalen Kombi aus, oder? Auch einfach 300 PS. Ja. Er zieht doch gleich erstmal den Audi ab, oder? Oh, ich glaube auch. Ah, der hängt schon so drauf. Der sieht nach nichts aus, bis auf die Endrohre, da siehst du das. Ja. Ich finde von dem Variant, also von dem Golf Kombi als Air, siehst du auch ganz selten welche, ne? Ja, das stimmt. Ja, also günstiger aber auch als die anderen. Ja. Ich glaube, Erwins Motorrad ist von uns dreien ist heute am lautesten. Ja, auf jeden Fall, ne? Wir müssen mal Soulcheck machen mit der Aprilia, mit deiner. Ja. Aber ich glaube, die ist lauter, aber trotzdem, vom Sound her natürlich deine geiler. Ja, aber deine schießt dafür, das macht meine nicht. Boah, er hat letztens geknallt, Alter, hab mich selber erschrocken. Boah, aber so richtig, Alter, so richtig, einmal richtig laut, Alter, wie so ein Böller, Mann. Ja, glaub ich. Ah, bei mir ist es hier etwas kerniger geworden, aber jetzt unbedingt laut, jetzt nicht so, ne? Für laut musst du einfach den DB-Eater rausnehmen. Ah, genau, ja. Ja, meine war ja auch deutlich leiser. Ich habe ja auch den anderen DB-Killer reingemacht und jetzt habe ich erst. Jetzt geht's, ne? Ja, aber halt vorher ging eigentlich auch klar, Alter. Ich mecker das so. Ja, war auch schon gut, ne? Ja. Du kannst, Basti, theoretisch bei dir kannst du den DB-Eater rausmachen und kürzt den, machst ein bisschen kürzer, machst den wieder rein. Ja, ne? Das wird auch schon was bringen, ne? Ja. Aber sind die kleinen Töpfe nicht lauter als die noch mehr Volumen, also die länglich? Ich hab keine Ahnung. Das ist ja nicht dann mehr Dämpfen, oder? Weiß ich gar nicht. Ey, von Mist gibt's auch so einen ganz kurzen hier, so kennst du den? Aber hat er denn nicht rechts und links ein, also zwei? Bei dem kurzen? Nee, da gibt's auch einen von der MIF, weißt du, den, okay. Von der Marke, ja. die ich auch habe. Da gibt's eine, die ist so kurz. Habe ich immer auch in der Z900, glaube ich, gibt's auch wohl. Also einige. Ja, hab so, ich auch. Mit so einem Gitter auch so drin und so. Ja. Sieht auch geil aus. Der ist ganz schwarz, ne? Ja. Ist so abgewinkelt, dann noch flacher, weißt du, in die Ecke. Ich glaube, Bad Berleburg kommen wir nicht. Naja. Jeder Bach ist jetzt hier um Marburg, ne? Ja, wo lang? Links, aber rechts können wir, geradeaus können wir ja nicht. Ja, rechts können wir auch. Doch, wir können
Komm, wir fahren Richtung Hallenberg und dann müssen wir irgendwie, musst du Hallenberg auch eine Strecke zurückgeben. Boah, wir sind schon wieder gut entfernt von zu Hause. Ja. Basti, wo bist du? Ach da. Ja. Ich hab dich im Spiegel nicht mehr gesehen. Ach so, ich war ziemlich weit rechts, ne? Ach so. Ja, wo Spiegel, machst du diese bei dir auch noch dran? Das weiß ich nicht. Ja, also die Dinger kommen auf jeden Fall ab, aber ich will vielleicht so Runde, die am Ende des Lenkers sind, sitzen. Die will ich vielleicht dran machen. Ah, das sieht auch geil aus, ey. Finde ich auch. Ja. Ja, aber sonst, ey, das Ding ist so handlich, ne? Gegen meine Aprilia ist das noch handlicher, finde ich. Weil da, bei der brauchst du nur so gucken und der fällt in eine Kurve. Und bei meiner Aprilia musst du noch ein bisschen so am Lenker ziehen, dass er fällt. Ja, warum die nicht die Serienauspuffer aber trotzdem einfach nur rund machen, ne? Ja. Verstehe ich nicht. Verstehe ich auch nicht. Also der muss ja, kann ja ruhig so groß und so, ja. So hinten, das Eckige so, weißt du? Oh, steht da noch ein altes Ding. Ey, selber heute habe ich noch eine von deiner, nimm ja auch noch eine ältere davon. Echt? Jo, da gibt's noch eine ältere, weißt du? Ah, gibt's da 1995. Ja, aber richtig poliert, also ja. 1995er Modell gibt es. 2002 sogar. Ja, dann war den Auspuff noch hinten dran, ne? Ah, okay. Und was ich auch gesehen habe für selber für deine, da gibt's so Blinker, die sind, da hängt das nicht so raus, sondern das ist so, in der Verkleidung. Ja, das sieht richtig gut aus, ey, das ist so. Ach so, ja, hab ich auch schon mal gesehen, ne? Ja. Ah, ja. Da braucht man auch, glaube ich, gar nicht das drumrum, weißt du, dann passt, ich glaube, da passt das, passt dann genauso rein, da. Da vorne biegen wir jetzt mal rechts ab. Hier rechts? Ja. Hunderttausend. Aber die Z900 ist auch nicht leise. Sie ist eingetragen mit 97 dB. Im Serienauspuff. Meine hat Serie 96 eingetragen. Richtig. Aber du hast einen Euro 3, ne? Ich habe jetzt schon Euro 5. Ja, stimmt, Alter. Das ist neuere Maschine, ja. Ja. Alles wird leiser, ey. Auch die Autos. Das OPF. Oh, ja. Wird Leistung wieder weggenommen. Drehzahl ganz und ganz nicht mehr. So. Hallo? Auch eine schöne Straße hier, ne? Ja, oh, mega geil. Mega! Mein RTL! Mega. Ja, Mittwoch habe ich den ganzen Tag schön mit Thorsten verbracht. Echt? Wo war? In Holland war er, oder was? Wir waren in Holland. Mit Toto? Ja, haben seine Felgen weggebracht. Ach so. Das, den wollte er wegschicken, ne? Ja, aber wir sind dann trotzdem gefahren. Er hat mich gefragt. Ich so, komm, wir fahren mit dem Auto rüber. Ach was, ey. Geil, ja. Noch eine Tüte geraus und dann wieder zurück. Ne, wir haben eingekauft, der holländische Lakritz eingekauft. Thorsten ist genauso bescheuert und steht so auf Lakritz wie ich. Boah, ich finde auch Lakritz geil, ey. Voll geil, dann haben wir Shopping noch. Boah, ich feiere das gar nicht. Nein? Nee. Also ich Kleiner habe ich das auch ehrlich gesagt gar nicht so gemocht. Ja, so klein ist Basti nicht mehr. Ja, man kennt das auch früher. Nein, man kennt das nicht. Ja, doch. Früher mochte auch kein, also viele mochten auch keinen Spinat oder so, wenn das auf dem Tisch gab. Ja. Also das meine ich mit dieser Zeit, also. Nee, ich mach das gar nicht, ey. Ja, ich bin jetzt mal gespannt, wann er sein Motorrad fertig kriegt. Oder wann er die Felgen wieder kriegt. Diese Saison vielleicht nicht mehr, oder? Boah, ich hoffe mal schon. Ja, wäre geil auf jeden Fall. Dann leiht sich Tobi auch nochmal einer aus und dann geht's mal richtig ab hier, ne? Ja, da bin ich mal gespannt. Ja. Er mit der Triumph und dann geht's los. Ich bin gespannt, ob sich wirklich einer die Triumph kauft. Ja, bei Tobi könnte ich mir das schon vorstellen, ne? Ja. Oh, jetzt bei der Krise, Alter, da hätte er, glaube ich, andere Sorgen. Das stimmt, ne? Ist das nicht erstmal komplett abgeschrieben, Alter? Ich muss erstmal zusehen, dass er auch seinen Laden da... Oh, was ist das denn hier für eine Piste?
Ja, ich habe jetzt noch Eiweiß für eine gute Woche, gut anderthalb Wochen, und dann werde ich ihm auch was schreiben. Dann. Hilfe! Ja, kannst du jetzt in dem Online-Shop bestellen, ne? Ja, ich schreibe mir WhatsApp und sage hier. Ab 150 Euro gibt es, glaube ich, sogar einen Lieferservice. Echt? Ja. Kommt Tobi persönlich vorbei. Oh! Aber jetzt, wo man nicht ins Studio kann. Ja, genau. Was brauchen wir denn dann noch als? Ja, aber Eiweiß nehme ich trotzdem nicht. Eiweiß musst du durchnehmen, ne? Ja. Also Kreatin nehme ich auch nicht zurzeit. Ja, ich auch nicht. Also ich nehme ganz normal nur Eiweiß und ab und zu trinke ich mal so einen EAA-Shake. Ja, genau. Mit Wasser. Boah. Aber das war's dann auch. Ja. Vorher habe ich 2 Eiweiß-Shakes pro Tag getrunken, da habe ich aber auch mehr trainiert. Ja, klar, ne? Und jetzt trinke ich noch 1 pro Tag. Das reicht. Ach, wo ist die Zeit hin, ey? Ja, das waren noch Zeiten damals. Mann, ey. Aber jetzt macht Kirsten ihre Trainingsvideos, das läuft das richtig. Ja, genau. Da kann auch nichts schief gehen. Und man versteht die auch voll schlecht in diesem Raum, ne? Also von der Stimme. Ah, auf jeden Fall, ey. Und dann noch so künstlich abgelesen, naja. Der Sohn filmt das bestimmt. Könnt ihr mir vorstellen. Ja, kann ich mir auch vorstellen, ne? Was ist denn jetzt wohl mit den Leuten dann? Haben die dann jetzt Urlaub oder wie läuft sowas, ey? Kann sein, dass die auch Kurzarbeit angemeldet hat. Ach so. Oder die putzen das Studio jetzt. Ja, die wollen ja renovieren, hast du ja gesagt. Hab ich auch im Video gesehen. Ja, genau. Ja, da bin ich ja mal gespannt, was die da renovieren, ne? Ja, wir haben keinen Schimmel mehr in der Dusche. Ja, das wäre schon mal ein Anfang, ne? Ja. Die Sauna könnten sie auch mal putzen, ey. Ja. Sieht auch aus wie Harry. Ja, das ist auch die erste Sauna noch seit x Jahren. Da ist ja nie was gemacht worden. Nee. Ich hab da mal einen Smiley reingemalt, da oben. Und der ist immer noch da, ne? Er ist locker schon 2 Jahre alt, ne? Nee, das ist... Das ist schon übel, ey. Aber die machen da immer noch Feuer. Ja, der kam so gut an. Außer Gerrit, die machen immer noch Feuer. Die machen immer noch Feuer da noch. Naja, aber jetzt machen sie kein Feuer mehr. Jetzt ist Ende. Boah, hier ist auch geil. Mega schön, ne? Ja. Fahren wir schön den Sonnenuntergang entgegen. Wo sind wir eigentlich, Alter? Ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht, ey. Also, wir machen so, keine Ahnung, unsere Zufahrrecht. Ja, wir fahren jetzt Richtung Bad Berleburg. Und von Bad Berleburg müssten wir eigentlich nach Finnentrop-Plettenberg kommen. Aber wie das hier heißt, keine Ahnung, ey. Ich kann mich auch, ich hab das doch nicht installiert. Auf dem Display, was ich hier habe, kann ich mit meinem Handy verbinden. Da gibt's eine App für. Ja. Und dann zeigt das hier auch ein Navi an, auf das Display. Ah. Ja, das ist ja geil, ey. So, wie heißt denn das Café hier, du? Wundertausend oder so? Ach du Scheiße, ey. Hab ich noch nie gehört. Nee, ich auch nicht. Ah, hier ist die Welt noch in Ordnung, ne? Krass. Hier hat doch jeder einen Bauernhof hier, wa? Aber was steht denn hier drauf? Amadina. Sonnensato. Bella Ciao. Yeah.